einmal Notizbuch, um zu gucken, was wir als nächstes machen müssen. Ich habe etwas vor meinen Augen gesehen. Das Haus, es bebte. Ich habe Angst. So, mehr gibt's nicht. Ich höre eine Frau hinter dieser Tür weinen. Ich muss einen Weg finden, sie zu öffnen. Ein Bild zeigt 5 Augen. Vielleicht bedeuten sie etwas. Und wir sehen Anna. Und es macht mich wirklich richtig traurig, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie gerade in dem Raum da sitzt und so weint. Seltsame Felshaufen und Mechanismen an der Wand. Nun bin ich sicher, dass dieses Haus Geheimnisse verbirgt. Es ist nicht mehr nur eine Ahnung. Wir gehen jetzt, also es ist leider rückwärts. Ich müsste jetzt nochmal komplett nach rechts blättern und dann alles von Anfang an lesen, aber ich pick mir da jetzt noch ein paar Sachen mal raus. Wie bin ich hierher gelangt? Das ist das Sägewerk, das ich in meinen Träumen sehe. Aber ich verstehe das nicht. Bin ich wach oder schlafe ich noch? In meinen Träumen stehe ich immer außerhalb des Zauns, doch diesmal nicht. Ich will herausfinden, was hier verborgen ist. Ich spüre, dass ich in diesem Haus die Antworten auf all meine Fragen finden werde. Und vielleicht auch sie. Da sehen wir nochmal... Ach, da sehen wir eine Frau, wahrscheinlich Anna, die sie wohl gerade ins Haus geht. Und das sieht für mich... Es sieht aus, als wäre auch da schon die Tür ja zugenagelt. Was? Vergewaltigung? Moment, ich muss einmal lesen. Ich glaube, ich lese es mal vor. Also, ich kann nicht schlafen. Ich habe fürchterliche Kopfschmerzen. Ich schreibe nur, um die Qualen zu überstehen. Schmerzmittel helfen bisher nicht. Auf den kurzen Augenblick der Linderung folgt immer scharfe, stechende Kopfschmerzen. Ich drehe und wende meinen Kopf, um eine Stellung zu finden, die weniger wehtut. Aber es ist sinnlos. Wenn ich meine Augen schließe, ist mir, als würde ich Blätter im Wind rauschen hören. Als würden sie eine Symphonie komponieren. Aus einem geschundenen Knochen. Mir ist, als könnte ich Bilder von jener Szene sehen. Den Himmel und die Berge. Seltsamerweise ist meine Sicht verschwommen. Doch obwohl ich den Ort nicht wiedererkenne, habe ich das Gefühl, schon einmal dort gewesen zu sein. Ich habe wohl Halluzinationen von der Migräne. Ich hasse die Berge. Freiwillig bringen mich da keine 10 Pferde hin. Die wenigen Male, die ich in den Bergen war, bin ich nie länger als einen Tag geblieben, bin nie in den Wald oder wandern gegangen. Ich muss mich auf ein Kissen legen, ich fühle mich ganz schwach von den Schmerzen. Die Vorlesung heute hat sie schockiert. Als ich ihnen erzählte, dass die mittelalterlichen Ritter häufig arme Bauernfrauen vergewaltigt haben, die ihnen allein auf der Straße begegnet sind, haben sie mich angestarrt. Vor allem die Mädchen schienen entsetzt und verstört, als würde ich ihnen eine ausgedachte Geschichte erzählen. Doch es gibt unzählige alte Lieder, auch wenn sie selten in Schulbüchern zu finden sind, über diese Praktiken. Manche verherrlichen die... Moment. Vergewaltigung sogar als Privileg der Ritter gegenüber niedriger Klassen. Zusammengefasst, Ritter knieten romantisch vor Edelfrauen nieder und fielen hemmungslos über junge Hirtinnen her. Als ich ihnen davon berichtete, dass eine Vergewaltigung in einigen Gegenden der Alpen eine Heirat nach sich zog, waren sie erst recht entsetzt. Eine Frau, die vergewaltigt wurde, war verpflichtet, zur Braut ihres Vergewaltigers zu werden. Das Leben damals war kein Zuckerschlecken. Es blieb wenig Zeit, eine Frau zu umwerben. Heute mag dieses Verhalten abstoßend klingen, wenn man es aus unserer modernen Warte betrachtet. Viel erschreckender ist aber, wie die Menschen die Erinnerung an diese Gräueltaten verdrängt haben und wie sie dazu neigen, sie willentlich zu ignorieren, wenn wir sie damit konfrontieren. Einige Schüler waren von dem Thema der gestrigen Vorlesung so angewidert, dass sie begonnen haben, mich Professor Pervers zu nennen. Wären meine Kopfschmerzen nicht wiedergekommen, hätte ich über einen solch albernen und einfallslosen Spitznamen nur lachen können. So, das lasse ich jetzt auch erstmal. Irgendwie, ich lese im Kopf immer mit, aber da bin ich irgendwie schneller als meine Stimme. Also meine Stimme kommt ja nie hinterher, deswegen verschlucke ich meistens Wörter, tut mir leid. Ich lerne das ja noch. So, oh, hier hat sich ja wirklich einiges geändert. Ah, und wir haben die Bilder wieder. Die kommen mir bekannt vor. Da weiß ich auch, was ich machen muss. Denn hier müsste eigentlich irgendwo was stehen. Na okay, wir gucken erstmal. Kann ich das nehmen? Es ist in einem sehr schlechten Zustand. Ich fürchte, es könnte in meinen Händen zerfallen. Haben wir vielleicht irgendwas, um das trotzdem aufnehmen zu können? Wahrscheinlich nicht mit den weichen Wurzeln? Nein? Ja, da probiere ich jetzt wieder Quatsch. Aber das lasse ich jetzt erstmal.
Ich schaue mich mal ganz in Ruhe um. Die alte Wasserstrahlsäge ist immer noch kaputt. Hört ihr das? Ist es weg? War das die alte Wasserstrahlsäge jetzt? Das hat sich irgendwie seltsam angehört. Okay, ich hatte doch wieder ein bisschen Angst. Ich bin gerade auch wieder alleine und hab dann auch Angst. Aber es ist egal. Ist ja auch ein Horrorspiel. Obwohl es jetzt gerade eigentlich nicht danach aussieht, das weiß ich ja. Aber da kommen noch ein paar, ja, Jumpscares kann man das eigentlich auch nicht nennen. So ein paar Erschreckmomente. So, Gemälde. Eine Nische in der Wand eingeritzt. Da ist etwas innen drin gezeichnet. Ah, die Nische war aber auch gerade schon da. So, haben sich denn die Bilder ein bisschen verändert? Die sehen nämlich auch anders aus, ne? Ja. Die sind jetzt detaillierter auf jeden Fall. Und ich vermisse etwas. Denn hier an dieser Wand müsste regulär ein Hinweis stehen. Und der steht da nicht. Aber wir können jetzt nochmal in die Werkstatt gehen, weil eventuell hat die sich ja auch verändert. Oder? Hier kann ich nichts machen. Na, gehen wir mal in die Werkstatt. Und auch in der Werkstatt hat sich einiges verändert. Auch hier ist ein Zeichen an der Wand. Ich untersuche jetzt mal alles ganz vorsichtig. Schraubstock noch da. Huch! Ja. Ha! Oh Gott! Oh Gott, da liegt irgendwie eine Puppe und irgendjemand klopft hier. Oh, was ist das denn? Ein großes, ekelhaftes Auge, mit dem ich aber nichts anfangen kann. Und eine Holzpuppe, die ich ebenfalls nicht anklicken kann. Aber irgendetwas muss ich ja hier machen können. Das Auge sieht wirklich nicht sehr einladend aus. Nein, auch da sind nur noch die Stifte drin. Das hatten wir auch schon, aber diese schwere Bank diente dazu, Holzblöcke zu zersägen. Die schwere Klinge war sehr präzise. Wieso kann ich die Puppe denn nicht anklicken? Ich habe auch das Gefühl, dass wir sie... Paranormal. Ich habe das Gefühl, dass wir die auch nochmal wiedersehen werden. Die liegt da sicher nicht ganz ohne Grund. Sicherlich nicht ganz ohne Grund. Tut mir leid. Okay, hier kann ich nichts machen. Oder? Ist das irgendwas? Nein. Hier oben an den Schuhen denke ich mal auch nicht. Oder ist hier irgendetwas Ungewöhnliches? Abgesehen davon, dass hier Holzschuhe hängen. Nein. Hier auch nicht. Hallo? Oh Gott! Ich habe sie nicht bemerkt. Es wirkt, als ob sie beteten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist passiert? Wo ist die andere Kleiderpuppe hin? Oh Gott! Dieses seltsame Geräusch war übrigens nicht ich, dieses... Hat sie, glaube ich, nur so irgendwie total gleich angehört jetzt. Oh Gott, ich habe mich erschrocken. Okay, das, ja, willkommen bei Anna. Das ist Anna. Es passiert eigentlich die ganze Zeit nichts. Und wenn es passiert, dann aber richtig. Und dann auch mehrmals hintereinander. So. Puh. Ja,
Dann sag ich mal, bis später, Puppen. Ich muss mal hier weg. So, weiter geht's. Jetzt bin ich natürlich noch zerstreuter als vorhin und weiß natürlich erst recht nicht, was ich jetzt machen muss. Ich habe mich doch wirklich jetzt... Oh Gott, ich habe mich doch ziemlich erschrocken und ich sehe jetzt einfach überall diese Holzpuppen, diese Kleiderpuppen, überall. Oh, das ist so schrecklich. Und das Allerschlimmste ist, dass ich ja selber eine Schneiderpuppe habe und die mich auch schon ziemlich oft erschrocken hat. Obwohl sie eigentlich immer an der gleichen Stelle steht, wobei sie jetzt woanders steht, aber... Nach so einem Spiel möchte ich meiner Schneiderpuppe gerade nicht... Ich möchte der nicht begegnen. Ich glaube, ich lege da heute mal eine Decke drüber oder so. Okay, weiter, weiter, weiter. Kerze. Ja, hier ist auch nichts. Hier sind übrigens auch keine Nischen. Oh doch, klar, hier ist eine Nische, aber kein Bild. Da ist auch eine Nische, aber ebenfalls kein Bild. So, das wird wirklich schwer. Das wird schwer. Ich habe, ich muss hier rein. Ich muss irgend... Oh nein, bitte jetzt keine Geräusche. Einen Moment, wir schauen uns jetzt nochmal unsere Bücher an. Jetzt weiß ich aber nicht, welches das war. Von Siegeln und ihrer Verwendung. Und jetzt schauen wir nochmal. Also, so kann nur der, der sich als würdig erwiesen hat, den hinter der versiegelten Tür verwahrten Wissensschatz zu kennen, die Tür öffnen. Nur Stärke und Intelligenz zusammen geben den Weg zu solchen Schätzen und Geheimnissen frei. Der Rest dieses Bandes beschreibt, wie diese Siegel geschmolzen werden können, einschließlich der Rituale und Gegenstände, die hierfür erforderlich sind. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es schon, aber irgendwie ist da jetzt nicht der entscheidende Hinweis. Also in der Alchemie oder die Verbindung zwischen Materie und Form kennt, dem wird vieles bereits vertraut sein. Materie und Form. Wir wollen jedoch jenen helfen, die völlig unwissend sind, um einen Ausgangspunkt für all jene zu bieten, die auch schwierigere Zauber wirken und Rituale durchführen wollen. So. Was noch zu beschreiben bleibt, ist... Ich habe... Tut mir leid, ich muss ganz kurz sagen, ich habe hier so eine Art Jacke an. Und der Zipper unten ploppt so die ganze Zeit an den Stuhl, auf den ich sitze. Und irgendwie hört sich das so an, als würde als würd jemand an der Tür rumfummeln. Ist gerade ein bisschen... Ich habe mich jetzt so auf der Schraube. Okay, was noch zu beschreiben bleibt, ist das Siegel, welches als Fünfauge bekannt ist. Wie jeden wohl bekannt ist, der sich eingehend mit Magie und Zaubern beschäftigt, war mir... Ja, natürlich. Ist dieses Siegel eines der mächtigsten überhaupt und stellt die schwierigste Prüfung des Wertes und des Wissens derjenigen da, die es zu schmelzen versuchen, das hatten wir schon. Schmelzen hatte ich mir dann gemerkt, aber ich denke mal nicht, dass ich da was mit dem Feuerzeug machen muss. Es dient dazu, die Geheimnisse... Mitleid habe ich mit Enne. Sehr großes sogar. Nachdem er das Zeremonienmesser, wie beschrieben, mit dem edelsten Stoff des Feuers vereint hat, muss der, der das Ritual zu vollenden trachtet, das Messer gegen sich selbst richten. Und sein Blut in unverdorbenes Wasser vergießen. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Um eine Brücke zu schaffen. Das heißt, wir hätten den Tipp jetzt auch hier rauskriegen können. Ja, tut mir leid. Welche das warme, trockene Element mit einem kalten und nassen verbindet. Um diese Verbindung jedoch zu festigen, muss eine Sonnenlichtquelle vorhanden sein, die das Wasser mit ihren Strahlen trifft. Wird alles richtig durchgeführt, so schmilzt das Siegel und der Kandidat kann das Bild sehen, als würde es in ihm selbst existieren. Tut mir leid, wie es bei diesen Siegeln üblicherweise der Fall ist. Wenn das einleitende Ritual erfolgreich durchgeführt wird, im besonderen Falle des Fünfauges, ich kann nicht lesen, gilt es zu bedenken, dass das Siegel mit einem Quell unmittelbarer Pein und Qual verbunden ist. Der Mutige muss den Schmerz der Mutter erkennen und Mitgefühl und Mitleid durch die Berührung der Gesichter der Unschuldigen zeigen. Das Siegel bietet meist ein unvollständiges Abbild, welches der Kandidat vervollständigen muss, um durch das, was er extern in der Nähe des Siegels finden kann, und Teil dieses Ortes ist, eine Verbindung zur materiellen Welt zu schaffen. Okay, Moment, Moment.